schon seit Anfang an, dass wir Hafer mit Erbsen mischen und jedes Jahr haben wir eine Distelexplosion. Das ist Wahnsinn, wie viel Distel, das ist ja ein Distelfeld. Und dann wird das flächenkompostiert und dann kommt hier der Kinokohl her und keine einzige Distel ist da. Jetzt echt? Die verschwinden über Nacht. Es ist nicht YouTube-tauglich. Was war der Vorfrucht? Zuvor war also voriges Jahr Kartoffeln, dann abfrostende Begrünung. Und ich glaube auch, das Problem ist, die Mulchkartoffeln lassen viel Nährstoffe da. Die abfrostende Begrünung kann die nicht alle binden, weil die irgendwann abfrostet. Und dann kommt es zur Ausschwemmung und dann kommt die Distel. Das heißt, die Frage ist, wenn wir jetzt in Zukunft die Kartoffeln nicht mehr in der Fruchtfolge haben und bei diesen Kulturen, wo ich nicht im März rein muss, weil ich frühe Sätze mache, dann auch Winter hatte. Also ich mag eigentlich die Abfrostenden gar nicht, aber bei den ganz frühen Gemüsesätzen wühle ich sonst den zu kalten Boden, wenn ich da Bodenbearbeitung mache. Also das ist ein notwendiges Übel für die ganz frühen Sätze. Aber beim Rest wird es in Zukunft, also wird es hier auch vorher eine winterharte Begrünung geben. Und mal sehen. Hatte sie ja schon einen Gemüsesatz? Da waren schon heuer noch nicht, nein? Also voriges Jahr war Kartoffel, dann war abfrostende Begrünung und im Frühjahr haben wir dann Hafer mit Markerbsen und Zuckererbsen Und du gemischt. hattest eigentlich geplant, Gemüse hinzumachen, oder warum die Nein. abfrierende dann? Weil wir diese Fläche komplett abfrierend bestellt haben. Weil auf der anderen Weil Seite dort das frühe Frühgemüse ist, Kulturen genau. sind. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Okay, was ist hier der Streifen? Das sind immer die fixen Wege, wo wir mit dem Ladewagen fahren. Das sind eure Streuwege, Das können das wir sehen wir drüben gleich drüben. besser zeigen dann. Das ist jetzt die Fläche, die wir jetzt schon ziemlich abgeerntet haben mit Pflücksalat. Kopfsalat, das ist der einzige Satz, der uns jetzt ausgewachsen ist eigentlich. Und das machen wir komplett mit Radhacke und mit Shuttle-Dienst für die Bewässerung. Also hier kommt dann noch Frühkraut werden wir jetzt ernten diese Woche. Und beim Lauch haben wir dazwischen den Pflücksalat gehabt und Von der Hand wird dann abgeerntet. nachgepflanzt. Der Lauch wird dann händisch reingepflanzt, ja, zwischen dem Pflücksalat. Also die Setzmaschine ist so eine Walze mit diesen Würfeln drauf. Und dann gibt es hier eine Mischkultur quasi und der Lauch wird dann händisch nachgesetzt und die Pflücksalate werden rausgeerntet und dann wird der Lauch noch einmal händisch nachgejätet und angehäufelt. Und du hast am Rand immer irgendwie einen Streifen Gründüngung noch. Genau, also das ist jetzt Lego-Hafer. Wir haben quasi unsere fixen Blöcke mit den drei Fahrspuren, wo wir links und rechts rausstreuen können. Und das Zwickel, also was der Rest von der Fläche ist, sind Begrünungen. Ich hätte lieber gerne auch Blühmischungen, aber die mehrjährigen Blühmischungen, die verkommen sich dann. Dann kommt dort die Quecke rein und dann kommen die ganzen Wurzeln und Kräuter und dann kommen da die Mäuse rein und also das wäre schön, dauerhafte Blühstreifen zu haben, aber sie sind eben auch ein Reservoir von den Dingen, die wir im Gemüsebau nicht brauchen können. Also dieses hochintensiv neben hochextensiv, das haben wir noch, das gefällt mir noch nicht. Darf eine Fläche so aussehen, wenn die so gut wie abgeerntet ist? Ja, ich meine, der Lauch ist natürlich eher schmächtig, aber das liegt halt daran, dass er nicht so viel Dampf da reinpackt. Na, wenn der jetzt nochmal 60 Kilo im Frühjahr gekriegt hätte, wäre er wahrscheinlich dicker. Ja, das ist ein Frühlauch, also der ist nicht im Herbst gesetzt. Nein, aber dem hast du ja auch keine Düngung gegeben, meine ich. So, ich sage ja, wenn du dem jetzt nochmal 50, 60 Kilo mitgegeben hättest, dann wäre er wahrscheinlich auch dicker. Und der Kohl wäre auch dicker. Aber Das hatten wir am Anfang. Das hatten wir am Anfang bei Brokkoli, das hatten wir am Anfang beim Lauch, beim Winterlauch. Und irgendwann haben wir solche Lauchstangen geerntet, weil einfach dieses Grundrauschen auch gestiegen ist. Und das ist, ich sehe mich schon in der Hinsicht
in der Position, die Erfahrung zu sammeln, die ich in gewisser Hinsicht anderen auch ersparen möchte. Ich möchte einfach wissen, ob das, was uns erzählt wird über Bodenfruchtbarkeit, in der Praxis auch funktionieren kann. Und es kann funktionieren, aber es braucht eben eine Geduld, bis wir dort sind. Und da sage ich zu anderen lieber, hol dir eine gewisse Menge Stickstoffdünger von außen und schau, dass du gleich auf Erträgen bist, weil dann ist der Weg nicht so mühsam. Aber wir wollten es so wissen. Und ich kann einfach mit ruhigen Gewissens dann dieses Gemüse an unsere Mitglieder weitergeben, wenn ich sage, okay, das ist aus der natürlichen Ressource entstanden, die wir am Hof haben. Also habe ich dich richtig verstanden, ihr habt am Anfang zugedüngt? Nein, wir haben nie zugedüngt. Und deswegen hatten wir auch Kulturen, die wir verloren haben, weil der Lauch einfach ein Bleistift geblieben ist. Und wann hattest du diese dicken Lauch? Und mit den Jahren sind die einfach dicker geworden. Und das ist eine relativ junge Fläche? Das sind die Sommerlauchkulturen, wo wir das so schaffen, wie wir das eben schaffen. Und wo wir die Düngung besteht darin, dass wir die Vorfruchtwirkung vom Mulchgemüse haben, oder in dem Fall Mulchkartoffel, und dann noch einer Kompostdüngung. Und du meinst beim Winterlauch, da werden sie deutlich größer. Genau, beim Winterlauch haben wir auch so begonnen, dass das eher dünnere Gebilde waren und mit den Jahren dann auf einmal eine Ertragsexplosion da war. Und jetzt wir auf einem hohen Niveau sind, damit wir mit dieser Fläche auch wirklich 100 Familien gut versorgen können. Und der frühe Brokkoli ist zufriedenstellend? Ja, nein, heuer nicht. In einem feuchten Frühjahr ja. Aber in einem trockenen Frühjahr mit offenem Boden schaffen wir nicht diese kontinuierliche Bodenfruchtbarkeit. Hattet ihr ein trockenes Frühjahr? Ja, sehr. Sehr trocken. Der Mai war zwar kalt und trocken, aber waren die Anzeichen am Anfang so wie voriges Jahr. Und jetzt der Mais vom Nachbarn, der hat jetzt, obwohl wir Regen hatten, beginnt sich der schon wieder einzurollen. Also das ist auch die Schwierigkeit, diese Umstellung von Wendener Bodenbearbeitung, und das ist auch zum Beispiel Mais in Streifensaat. Das ist am Anfang schlechter oder schwieriger, bis man als Bauer umgedacht hat und dann den Boden auch anders bewirtschaftet. Und wir haben am Anfang auch geglaubt, wir brauchen nur flach arbeiten und der Rest tut sich von alleine. Aber es hat sich in dieser ganzen Flächenkompostiergeschichte einfach gezeigt, dass das oftmals der Boden noch nicht hergibt. Und dass wir, wenn wir es nicht schaffen, dass wir ständig in diese Tiefe auch Wurzeln das Ganze wieder zusammenfallen kann. Und diese Bodengare in die Tiefe ist ein wichtiger Schlüssel, damit das System von alleine funktioniert. Und das ist aber ein Weg, der sich über Jahre erstreckt. Also ne, so gehen ja Blühstreifen irgendwie auch. Ja, das ist aus der Not heraus, dass wir hier eigentlich Knoblauch hatten, knoblauchfrei unter freiem Himmel. Und im hinteren Bereich haben wir den Knoblauch mit Stroh gemulcht. Das hat uns sehr überzeugt im Frühjahr. Leider waren Wickensamen drin und die Wicken haben gewuchert. Die haben wir jetzt rausgezogen. Das war eine schwierige Arbeit, aber wir werden in Zukunft reines Strohmaterial entweder von unseren eigenen Flächen oder von Kollegen beziehen, wo kein Samenpotenzial von Wicke zumindest drinnen ist. Aber der Knoblauch, sofort nach der Pflanzung mit Stroh gemulcht, hat uns sehr gut gefallen. Und warum Stroh und nicht normales Mulch oder Silo oder so? Weil vielleicht über den Winter zu viel umgesetzt wird, was die Fläche nicht braucht und der Knoblauch nicht verbrauchen kann. Und dann wieder Nährstoffüberschüsse entstehen, die einen Keimreiz bilden für Unkraut. Und der Knoblauch braucht das ja nicht über den Winter. Und im Frühjahr beginnt ja so eine Fläche
Mineralisieren. Ich mag gar nicht, also dieses Mineralisieren ist so ein schwieriger Begriff, weil Mineralisieren heißt immer, dass Nährstoffe in wässrige Lösung gehen. Das geht von dem Ernährungsansatz aus, dass die Pflanze sich aus der wässrigen Lösung ernährt. Und das steht leider sogar in einer fraktionierten Bodenuntersuchung mit 15 Seiten drinnen so. Und das verstehe ich nicht, weil das ist eigentlich nicht unser Ernährungsansatz. Weil das heißt, die Pflanze muss, wenn sie Wasser trinken möchte, automatisch diese Nährstoffcocktail mittrinken, ob sie will oder nicht. Und dann kommen wir in diese Zwangsernährungssituation. Und eigentlich ist ja genau die fraktionierte Bodenuntersuchung die Basis dafür, dass wir untersuchen, was ist nährstoffverfügbar, aber eingebunden in die Bodenmatrix und kann durch die Wurzelexudate so mobilisiert werden, wie es die Pflanze braucht. Also auf dieses Level wollen wir hinarbeiten und es ist eigentlich auch vermessen von uns Menschen, dass wir glauben, wir können der Pflanze jederzeit die Nährstoffe zur Verfügung stellen, die sie braucht. Alleine im Tagesverlauf habe ich ein unterschiedliches Lichtspektrum und somit unterschiedliche Photosyntheseleistungen, unterschiedliche Nährstoffspurenelemente Bedarf. Das Einzige, was wir verstehen im Sinne der Pflanzenernährung mit den wassergelösten Stoffen ist, was müssen wir geben, damit wir maximale Kilos erzeugen. Und maximale Kilos ist in einem marktwirtschaftlichen System natürlich erstrebenswert, aber vielleicht deckt es nicht die Bedürfnisse, die wir für eine gesunde Ernährung brauchen. Was sammelt er ein? Der erntet jetzt die Erbsen raus. Wo? Aus der Gründüngung? Ja, genau. Zum Essen? Ja. Das sind Markerbsen. Ach so. Also die Idee ist eigentlich, es ist eine Frühjahrsbegrünung bis zum Chinakohl. Und dann aber gleich mit Markerbsen, weil ich esse Erbsen sehr gerne. Aber ich mag das Erbsen ernten nicht, weil es eine sehr mühsame Arbeit ist. Und wir haben auch, wenn wir größere Mengen Erbsen hatten, dann sind die leider oftmals übrig geblieben, weil dann das Ausnehmen der einzelnen Erbsen die Mitglieder damals nicht unbedingt machen wollten. Und deswegen machen wir jetzt eine Begrünung mit Markerbsen, die wir aus der Begrünung rausernten, wenn sie reif sind und dadurch keinen Kulturpflegeaufwand haben, keine Gemüsefläche, die wir dafür brauchen. Wenn die Sache gut geht, dann gibt es Erbsen und dann gibt es Mitglieder, die sich darüber freuen. Aber Markerbsen ist so ein schwieriges... Die Tiefkühlerbsen mit dieser Technik, das macht das einfach total billig. Und da sehe ich keine Möglichkeit, wie wir das im Market Garden oder im Murchgarten oder wo auch immer wirtschaftlich umsetzen können, ohne dass die Mitglieder auch Hand anlegen und die Erbsen aus den Schoten holen. Ja, allein das Pflücken ist ja schon Wahnsinn. Und das mag ich. Also, ich mag es nicht anbauen, wenn ich dann weiß, ich muss das dann, wenn ich da viel Pflege reinstecke, dann muss ich das ja auch ernten, weil sonst war das der ganze Aufwand umsonst. Und so haben wir eine Begrünung, die im Idealfall schön ansetzt. Und wir haben heuer mit dem Mischungsverhältnis 100 Kilogramm pro Hektar Markerbse und 30 Kilogramm Hafer und 1 Kilogramm Leindotter endlich auch die Mischungsverhältnis gefunden, weil mit mehr Hafer wuchert der Hafer über die Erbsen. Und voriges Jahr hatten wir Phacelia, weil ich mag Vielfalt und Phacelia wuchert auch und dann mag die Erbse mit dem Wachstum nicht mit und der Hafer als Klettergerüst und der Leindotter ist sehr kollegial in seinem Verhalten. Der wächst dann so mit, dass er nicht zur Konkurrenz wird. So die Theorie. In der Praxis haben wir noch zusätzlich als Mischkulturpartner die Distel. Die dann aber glücklicherweise immer wieder verschwindet und die vermutlich auch quasi unseren Standort repariert und eben Stickstoff aus tieferen Bodenschichten wieder hochholt. Aber
das ist auch so eine Bauchwehaktion, die vor dem Samenflug durch einen Schnitt beendet werden sollte, weil das macht die Nachbarn und die Kollegen nervös. Obwohl ich weiß, dass zu über 90% sich die Distel über vegetativen Wege zum Problem wird in einer Fläche und nicht über einen generativen Weg. Aber das lässt sich eben nicht alles diskutieren und das wollen wir auch nicht alles diskutieren. Und wir haben jetzt noch die Erbsen und dann eine Flächenrotte mit einem stickstoffhaltigen Distelkomponente und das passt.